Seit wenigen Tagen kann man den letzten Film mit Chadwick Boseman auf Netflix anschauen und dieser Stoff hat es auch definitiv in sich und damit geht es hier jetzt um Mulroney's Black Bottom. 1927 ist Mulroney eine sehr bekannte Musikerin und in Chicago steht die Aufnahme eines neuen Albums an. Doch die Diva lässt sich nicht bitten und kommt zu spät, aber nicht ohne auch noch ihre Allüren gegenüber ihrem Manager und Musikproduzenten zu unterstreichen. Währenddessen diskutiert die Band über gemeinsame Erlebnisse, Werte und Anschauungen, was zu hitzigen Diskussionen führt und vor allem den jungen Trompeter Levy anheizt. Denn dieser ist bereit, aus dem Schatten der Band zu treten, hat ganz eigene Vorstellungen, wie moderne Musik klingen muss und gerät damit an das Ego von Ma. Was zunächst gemeinsame musikalische Leidenschaft ist, kann leider also auch ganz schnell umschlagen. Mulroney's Black Bottom geht 94 Minuten, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 16 Jahren und ist dort seit dem 18. Dezember 2020 anschaubar. Ein musikalisches Drama und für viele wahrscheinlich erst einmal oder in der ersten Assoziation der letzte Film mit Chadwick Boseman, der erst kürzlich verstorben ist, der unter anderem Black Panther-Darsteller, der aber als Charaktermime gilt und einer, der immer wieder sehr viel positive Energie auch in Arbeitskreisen wohl versprüht hat. Einer, mit dem, glaube ich, viele sehr viel Positives assoziieren. Und wenn man Mulroney's Black Bottom anschaut, das ist das erste Mal ein Film, der definitiv interessant ist. Ein Kammerspiel beruht auf einem Theaterstück, aber dann dieser speziellen Performance auch nochmal etwas, was sehr rührend ist und sehr nahe geht. Dazu reden wir gleich nochmal beim Cast drüber. Vorneweg noch, Denzel Washington hat diesen Film produziert unter anderem. Warum sage ich das? Weil er unter anderem auch Fences inszeniert hat und dort Produzent war ebenfalls ein Film basierend auf einem Theaterstück von August Wilson, bei dem Denzel Washington auch gesagt hat, er will alle 10 seiner Theaterstücke, die wiederum basierend sind, das ist ein Großteil der afroamerikanischen Kultur und jeweils einem Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gewidmet sind, als Filmversion auf die große oder kleine Leinwand bringen. Deswegen hat er dafür auch einen Deal erst mit HBO gehabt, der ist inzwischen jetzt dann nach Netflix gewandert, dieser Deal. Und hier also die nächste Verfilmung in diese Richtung. Und darüber hinaus ist Denzel Washington auch noch Mentor von Chadwick Boseman gewesen, jemand, der sein Schauspielstudium in Teilen mitfinanziert hat. Und da gibt es so eine ganz besondere Verbindung an dieser Stelle, weswegen das, glaube ich, auch nochmal für Denzel Washington auf mehreren Ebenen ein ganz großes Herzensprojekt ist. Reden wir erst einmal kurz über den Cast. Viola Davis als Mulroney. Sie selbst ist Oscar-Preisträgerin, eine Charakterschauspielerin und Mimin, die aber diese Diva so schön spielt mit einer Dominanz, obwohl sie die ganze Zeit ein bisschen abgewrackt aussieht. Viel zu sehr überschminkt mit ihrem Mascara, der in der Hitze von Chicago zerläuft und wenn sie nach ihrer Coca-Cola schreit und ansonsten nicht weiter arbeiten will, obwohl sie schon zu spät ist und dieses Tonstudio Geld kostet, weiß sie ganz klar, wie sie ihre Macht und ihren Einfluss ausnutzt und wie weit sie ihre Rechte einfordern kann, solange man seine eigenen nicht abgetreten hat. Das kann natürlich jede Zuschauerin, jeder Zuschauer im Film dann selber nochmal erleben, aber das ist nicht bloß dieses blanke, ich bin so wichtig, ich bin so groß, ich brauche dieses und jenes, sondern sie hat darin auch Interessen. Und diesem Charakter liegt etwas Tieferliegendes von einer Frau, die sicherlich einiges durchgemacht hat und daher auch ihre Ecken und Kanten hat und deswegen auch diese Bissigkeit, die sie mitbringt. Und kaum einer wagt es, gegen sie aufzubegehren, beziehungsweise schafft es gar nicht, weil so eine Stärke mit ihm mitschwingt, bis ein Chadwick Boseman als Levy auftaucht, ein junger Musiker, der einfach mit seiner Trompete eine ganz andere Art und Weise verspürt, Musik zu machen, anderen Rhythmus will, mehr Stimmung reinbringen will, in die großen Städte und sagt sowas wie Mulroneys Musik, die ist zu langsam, die ist zu traurig, das ist nicht das, was die Leute mehr hören wollen, ist nicht zeitgemäß, hat eine ganz eigene Idee, hat aber auch ganz krasses eigenes Schicksal hinter sich. Und wenn er dann erzählt von seiner Kindheit, von dem, was er alles erlebt hat, dann ist das, das teilweise so lange Takes und da spürt man regelrecht dieses Theaterstück insgesamt, dass dieser Film auch zu großem Teil im Tonstudio oder bis auf die Eröffnungsszene kurz noch vor diesem Tonstudio stattfinden, wie ein Kammerspiel aufzunehmen, da spielt man das Theaterhafte. Und wenn man dann in diesen leider sehr ausgemergelten Chadwick Boseman schon hineinschaut und weiß eben, dass er dann im Alter von, ich glaube, 43 Jahren stirbt, dass sein letzter Film ist, parallel auch noch Behandlungen gegen die Krebserkrankung hat vollzogen während dieser Dreharbeiten und er dann anfängt, über Gott und die Hölle, das Leben und den Tod zu reden, dann schwingt da so eine ganz, ganz krasse Note mit. Und das ist eine richtig eindringliche Performance. So oder so, glaube ich, die Oscar-Nominierung ist Pflicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man ihm nicht den Oscar gibt für diesen Film. Tatsächlich an dieser Stelle, auch Viola Davis wird sicherlich nominiert. Beides herausragende Akteure mit ganz viel Kraft in diesem Film, der einfach wieder so ein Film ist, der klettert so ein bisschen in meiner Seele rum und da weiß ich, da nehme ich was mit, da bleibt was hängen und dafür bin ich sehr dankbar bei Filmen, auch zu Zeiten, wo ich sowas nicht auf der großen Kinoleinwand sehen kann, dass sie existieren und da macht es mir richtig Spaß, Film zu sehen und zu genießen. Richtig
richtig gutes Drama an der Stelle, was eben auch dann ergänzt wird, zum einen durch die Band ringsherum. Da nehmen wir beispielsweise einen Coleman Domingo als Cutler, so der bodenständige Redeführer in dieser Band, die alle ihre Geschichten haben, aber auf dem man wie sowas so leicht Väterliches hört. Dann gibt es mit Glenn Turman ein Toledo, ein noch älterer Mann, der sich an Oberflächlichkeiten wie ein Levi, der ja mit schönen Schuhen rumläuft, nicht viel draus macht und im Grunde eine Weisheit so mitschwingen lässt über das Leben und leicht so abwinkt, wenn es darum geht, extravagant zu sein, sondern einfach lieber seinen Job zu machen und die Musik so zu nehmen, wie sie kommt. Mit einem Jeremy Shamans als Shamans als Irvin, der Manager, der versucht irgendwie zwischen dieser Diva und einem Produzenten, wo es darum geht, nur Geld zu verdienen, zu vermitteln, und der Produzent eben selbst, der gucken will, dass hier nichts auch nur ansatzweise zu teuer wird, weil man muss diese Rechte haben und dann vermarkten und dann lohnt das sich. Und damit ist das Ganze in so einem Raum von Leuten, die Musik gemeinsam interessiert, die unterschiedliche Vorstellungen haben von der Zukunft, aber auch wo sie herkommen, unterschiedliche Werte haben, und das gibt wirklich genug Energie, um diese 94 Minuten zu füllen mit ganz, ganz viel Kraft. Und außer dass in der Mitte irgendwo nochmal ein Hänger drin ist, hat sich das für mich richtig schön weggeschaut. Sollte man vor allem, wenn man kann im O-Ton schauen, gerne einen deutschen Untertitel dazu schalten, weil die Stimmlagen, gerade wenn es auch ins Bluesige so reingeht und der Rhythmus zu sprechen, bei den Charakteren sehr arg unterschiedlich ist. Und ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen, der deutschen Synchro überhaupt zu transportieren. Ansonsten technisch auch ein schöner Film, fand ich schon im Trailer. Dieses Szenenbild 20er Jahre, auch wenn wir zum Großteil in diesem Studio sind, haben wir bei der Kamera, die oft auf Drama ist und immer den Dialogen folgt, aber gerne sich auch mal kurz ablenken, auf die Reaktion schaut, während jemand anders redet. Aber auch diesen Blick vor die Studios, wo du sagst, so Chicagoer Straße, Kulisse, diese Oldtimer, heutzutage natürlich diese Autos damals. Das sieht einfach wirklich schön aus. Das macht bis zum Kostüm total Sinn, wenn man eben Ma anders inszeniert als in Levi, der über seine Schuhe ganz viel zu seinem Charakter erzählt bekommt, und eben andere Figuren, die dann im Anzug auftreten, so ganz klar, wie die Geld verdienen und die dem einfachen Leinenstoff daherkommen, aber was Bodenständiges mit sich bringen. Ist Kostüm nicht gerade subtil hier gelöst, aber auf eine Art und Weise, wo ich es dem Film toll unterstützen finde, finde ich die anderen technischen Departments an der Stelle einfach gut. Und die Musik ist klar, Blues durch und durch, um den es hier geht, wenn es um Rainy geht. Sage ich am Ende, ein toller Cast, ein richtig guter Look. Da steckt viel Kraft in diesem Film und es ist eine bittere Pille, wenn man um das Schicksal von Chadwick Boseman weiß. Und ich finde eigentlich, die ganzen Marvel-Fans, die sich vielleicht sonst so sehr nur auf Superheldenfilme stürzen, könnten hier auch ein bisschen Charakterstudie zu diesem Mann letztendlich mitnehmen, indem sie sich Mulaney's Black Bottom anschauen. Kann ich an der Stelle nur empfehlen. Bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung, dieser Film, der in der Mitte zwar seine Hänger hat und der auch ein wenig in manchen Momenten zu sehr wie Theater wirkt, statt zu filmisch, aber trotzdem gebe ich dem gerne 8,5 von 10 möglichen Punkten als musikalisches Drama und 8 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Und da bin ich am Ende meiner Review zu Rainey's Black Bottom. Rainey übrigens ironischerweise, als ich noch recherchiert habe, heute vor 81 Jahren, also am 22. Dezember verstorben, aber das vielleicht nochmal als kleiner Fakt am Rande, nur weil es manchmal ein bisschen komisch ist, wenn man an so einem Tag eine Kritik schreibt und dann sieht man dieses Datum und denkt so, oh, das ist krass. Okay, gut, damit bin ich am Ende meiner Review zu Rainey's Black Bottom und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.